Was haben die Mammuts mit den Pyramiden von Gizeh zu tun? Es ist noch gar nicht so lange her, da spazierten Mammuts auf diesem Planeten umher. Radiokarbontests an Fossilien beweisen, dass Wollhaar-Mammuts sogar noch 2000 vor Christus auf der Wrangel-Insel bei Sibirien lebten. Also, falls dir jemand sagt, dass Mammuts schon vor 12.000 Jahren ausgestorben seien, schick ihn zu Onkel Ian auf TikTok. Oder noch besser, schick ihm ein wissenschaftliches Paper, wie zum Beispiel The Latest Woolly Mammoths in Europe and Asia von 2002. Aber was hat das mit den Pyramiden von Gizeh zu tun? Radiokarbontests an den Pyramiden datieren ihren Bau auf zwischen 2620 und 2484 vor Christus. Und das heißt, dass gleichzeitig in Ägypten die Pyramiden von Gizeh gebaut wurden und auf der Wrangelinsel lebendige Mammuts herumtollten. Bedeutet das, dass Mammuts beim Bau der Pyramiden geholfen haben? Ägypten und Sibirien sind nicht wirklich Nachbarn. Also eher nein. Aber wusstest du, dass scharf gar kein Geschmack ist? Wir Menschen haben auf der Zunge 5 verschiedene Arten von Geschmacksrezeptoren. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Umami wurde von einem japanischen Chemiker Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt. Deshalb der japanische Name. Übersetzt heißt das schmackhaft oder würzig oder fleischig. Einige Forscher vermuten, dass wir sogar noch mehr Geschmacksrezeptoren haben. Aber nachgewiesen wurde das bisher noch nicht. Aber Schärfe nehmen wir mit keinem Geschmacksrezeptor wahr. Schärfe ist tatsächlich Schmerz, den wir empfinden. So, als würden wir uns verbrennen. Döner mit Knoblauchsoße? Ich will Schmerzsoße. Ein knappes Jahrhundert Fake News wegen eines Übersetzungsfehlers? Ich lernte in der Schule noch, dass die menschliche Zunge Geschmackszonen für verschiedene Geschmäcker hat. Geschmacksrichtungen. Diese Theorie gilt heute als widerlegt und diese Karten sind offensichtlich Quatsch. Interessanterweise vermutet man, dass die Geschmackskarte niemals eine wissenschaftliche Theorie gewesen ist, sondern immer nur ein Übersetzungsfehler. In den 40er Jahren wurde an der Harvard-Universität eine deutsche Studie über Geschmackssinn übersetzt. Und in dieser Studie wird beschrieben, dass verschiedene Regionen der Zunge unterschiedlich empfindlich auf Geschmäcker reagieren. Und das ist auch korrekt. Aber in der Übersetzung klang es plötzlich so, dass bestimmte Rezeptoren in bestimmten Bereichen fehlen und daher bestimmte Geschmäcker nur in bestimmten Regionen wahrgenommen werden. Und das ist falsch. Die Empfindlichkeit unterscheidet sich, aber in allen Bereichen ungefähr gleich für alle Geschmäcker. Latein ist eine tote Sprache. Oder vielleicht doch nicht? Im Vatikan gibt es Geldautomaten auf Latein. Stell dir vor, du möchtest Geld abheben und der Geldautomat sagt: Inseritus gidulam coeso ut facundam cognoscas rationem. Rationem! Ich kann kein Latein. Was ist das lateinische Wort für Chipkarte? Vielleicht sollten wir aufhören, Latein eine tote Sprache zu nennen. Kennst du den Super Mario-Effekt? Man könnte sagen, wer Super Mario gespielt hat, ist besser im Problemlösen. Aber das wäre natürlich eine extreme Vereinfachung. Super Mario lehrt uns, dass wir bestimmte Levels anfangs nicht schaffen und es dann wieder und wieder versuchen, bis wir irgendwann gut genug sind, das Level zu schaffen. Das fällt uns leicht, denn Verlieren ist ein ganz normaler Teil des Spiels. Psychologische Studien zeigen, dass Menschen, die keine Angst vorm Versagen haben, im Schnitt zu schnelleren und besseren Ergebnissen kommen. In Versuchen wird einer Gruppe gesagt, dass jeder Fehlversuch zu einem Punktabzug führt und die andere Gruppe soll einfach wild loslegen. Probieren, versagen, probieren, versagen, probieren, versagen. Das bringt die Menschen zu schnelleren und besseren Ergebnissen, als wenn sie ewig an der einen perfekten Lösung feilen, um mögliche Fehlschläge zu vermeiden. Den Link zu einer solchen Studie gibt's unten in den Kommentaren. Es ist verboten, Wetter als Waffe einzusetzen. Das klingt irre, ist aber etwas, was wir Menschen anscheinend tun. Ich meine, es gibt Chemikalien, die man in Wolken sprühen kann, um sie abregnen zu lassen. So könnte man, wenn man wollte, absichtlich Dürren und Hungersnöte auf feindlichem Territorium auslösen. 1976 verabschiedeten die Vereinten Nationen die sogenannte NMOD-Konvention. Die Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques. NMOD. NMOD umfasst nicht nur das Wetter, sondern allgemein die Umwelt als Angriffsziel. Leider ist diese Konvention so schwammig, dass nicht ganz klar ist, ab wann man dagegen verstößt. Das bekannteste Beispiel eines möglichen Verstoßes geschah 1991. Das irakische Militär setzte in Kuwait 550 Ölfelder in Brand und leitete 1,7 Millionen Tonnen Rohöl ins Meer, um die Landung ausländischer Truppen zu verhindern. Im gleichen Krieg staute die Türkei das Wasser des Tigris auf, was zu einem Wassermangel im Irak führte. Alle Pandas auf diesem Planeten gehören China. Ist das wahr? Freilebende Pandas existieren nur in China. Was bedeutet, dass nur Chinesen Zugang zu wilden Pandas haben? In den 80er Jahren entschied die Volksrepublik China, dass Pandas nur noch als Leihgabe ins Ausland gegeben werden und dass alle Panda-Babys, die im Ausland geboren werden, automatisch wieder China gehören. Es gibt allerdings 2 Länder, in denen es Ausnahmen gibt. In einem mexikanischen Zoo leben Pandas, die so alt sind, dass sie aus einer Zeit kommen, wo Pandas noch verschenkt wurden. Mexikanische Panda-Babys gehören dann allerdings wieder China.
Und auch in Taiwan leben Pandas, die als Zeichen von diplomatischer Annäherung verschenkt statt verliehen wurden. Hier muss man jedoch bedenken, dass diese Pandas automatisch wieder chinesisch sein werden, falls Taiwan eines Tages wieder Teil von China sein sollte. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Elektroautos haben uns bisher 50 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Die Bitcoin-Blockchain erzeugt allerdings 114 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. Das heißt mehr als doppelt so viel CO2 pro Jahr, wie wir durch Elektroautos insgesamt eingespart haben. Irgendwas machen wir ja falsch. Die internationale Raumstation ISS wird in den nächsten 9 Jahren in den Pazifik abstürzen. Die NASA sagt, dass Low-Orbit-Space-Projekte jetzt von der Privatindustrie übernommen werden können und dass die ISS irgendwann bis 2031 kontrolliert in den Pazifik gelenkt werden wird. Es wurde auch schon vorgeschlagen, die ISS als Kulturstätte für zukünftige Generationen im Orbit zu behalten. Was denkst du, ISS behalten oder crashen?